und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Monster Hunter World. Ja, heute werden wir ein paar Materialien farmen. Und dafür. Nee, warte mal. Nein, doch, ich muss ja zurück. Ich ja zur Schmiede muss. Um mir da Zeug herzustellen. Unter anderem will ich eine komplette neue Rüstung für meine Katze einfach haben. Und für mich fast komplett. Also. Ich weiß aber gar nicht, ob ich meine Rüstung, die ich haben will, schon komplett herstellen kann. Ich weiß es gar nicht. Muss ich mal schauen. Aber ich weiß, dass ich mir einen Teil davon auf jeden Fall herstellen kann. Nee, aber ich kann mir zwei Teile davon herstellen. So. Ach, der will mit mir reden. Hallo. Das ist unglaublich. Wie ich sehe, hast du da was Neues. Ein Talisman, hm? Diese Dinger sind faszinierend. Aber dennoch unterscheidet sich von denen, die ich gesehen habe. Er wurde mit Hilfe der Technologie der ersten Viviriane produziert. Weißt du was? Ich werde mit der Verschmelzita reden. Vielleicht finde ich heraus, wie man Talisman nicht hier eine Schmiede herstellt. Also, was für ein Video jetzt mal zusammen? So. Was ist denn Schmieden? Waffen kann ich. Ja, krass. Ich kann mir voll viel neue Waffen herstellen. Ich kann mir jetzt Talisman herstellen. So. Ich habe einfach. Seit. Ich die Wildschirmödnis entdeckt habe, habe ich hier nicht mehr reingeguckt. Nice. Naja, ich werfe immer die hier haben. Weil die ist gar nicht mal so schlecht. Und hätte ich Fähigkeit Ohrstöpsel, was die Wirkung von schwachem Monstergebrüll leicht runterstuft. Was natürlich eigentlich nicht schlecht ist. Und ich schneide natürlich mal wieder alles raus. Ich rede gerade mit der Typine da im Ausrüstungsladen. Willkommen, Fünfter. Wie ich höre, brichst du zu einem unfreundlichen Ort auf. Ich habe neue Ware reinbekommen. Es erschien mir angebracht, neue Produkte ins Sortiment aufzunehmen, damit du dich für die Reise ausrüsten kannst. Ich hoffe, du findest etwas, was dir gefällt. Also, das ist ein Blick auf das aktuelle Sortiment werfen. So, was gibt's denn bei dir Neues? Wow. Was gibt's da Neues? Nichts. Wow. Einfach nur wow. So, wie ihr seht, bin ich gerade schon vorbeigetreten. Und zwar eine Quest für den Puke Puke. Da ich einfach jetzt mal das nochmal mache, um mir einen neuen Gifthammer herzustellen, da ich meinen alten verbessert habe, den ich jetzt gerade habe. Und ich brauche jetzt einen neuen, damit ich meinen Donnerhammer machen kann. Da man den Gifthammer verbessert mit Drachenid-Erz und Tobikadashi-Zeug. So. Na dann mal los. Puckel, Puckel töten. Das ist doch immer wieder schön. Macht doch Spaß. Nee, auf dich hatte ich nicht so Lust. Ich möchte dich hier lang. So. Da hinten ist er ja schon gleich. Und da ist er. Yay. Na toll, die Batterie ist fast leer. Ist ja geil, ey.
Das ist mir aber gerade völlig egal. Ich besieg dich mit deinem eigenen Hammer. Jahres. Mein Gott, das ist nervig. Material, schön. Ein Großjahres. Wow. Komm her. Komm her. Ich möchte, dass du gegen diesen Baum rennst. Oder ist verrückter Scheiße nochmal gegen einen Baum rennen? Danke. Genau, das was ich wollte. Schön. Toll, nice. Kleine Monstertüten abgeschlossen. Schön. Ab der auch den Kampf gehauen. Ich hatte nochmal auf den Kopf gehauen. Na, werde ich jetzt looten? Danke. Schön, da ist noch irgendwer dazu beigetreten. So im letzten Augenblick denn. Schnara. Oh, der hat, glaube ich, das hier gut Zeit an. Was auch immer das heißt. So.
So. Oh, komm ey. Und ich bekomme noch nicht meinen Giftbeutel. Okay, weiteres Farmen schneide ich jetzt auch mal raus. Das, was ich mache, ist nicht interessant. Und das habt ihr ja alles schon gesehen. So. Also, ich habe mir jetzt einen schönen Donnerhammer gebaut. Und schöne Barott-Beinschienen. Die reduzieren die Dauer von Betäubung um 30%. Und die Katze hat jetzt so einen Mantel an. Das ist die Tobikatashi-Rüstung. Und das sieht sehr niedlich aus, finde ich. Und so eine Mautsglöckchen hieß das Ding, glaube ich. Es hat Lähmungsschaden. Das heißt, es hat irgendeine bestimmte Chance, dass es das Monster lähmt. Was ich sehr geil finde. Und ich würde sagen, wir machen jetzt mal noch irgendwas. Diese Folge. Nee, das ist langweilig. Das ist auch langweilig. Tobikatashi, nee. Ich wäre dafür, dass wir Antetsuya-Ku jagen. Das muss ich nämlich eh noch machen, weil ich mir daraus die Hose herstellen will. Ist akzeptiert. Ein Titsi für die Wissenschaft. Oh, hier wollen aber ganz schön viele mitmachen. Naja. Damit. Einen. Okay, Pukerschwanz. Ja, genau, dann machen wir mal das da. Das ist ganz gut. Jetzt haben wir gegessen, jetzt reisen wir ab. Und wir sehen uns nach dem Ladebildschirm wieder. Sind wir wieder. Und ich habe einfach von Anfang an komplett volle Leben und Ausdauer. Ist nicht schlecht. Halt. Wackelwürmer. Verdammt. Jetzt habe ich alle Wackelwürmer verscheucht. Ich wollte die auch fangen. So. Dann muss ich mal meine Wurfmesser aus. Das Vieh töten. Aber erstmal looten. Looten ist das Beste in diesem Spiel, ey. Das ist einfach so interessant. Nicht. So. So, dann. Ah ne, warte mal, es war hier oben, glaube ich. Na also. Ah ne, das ist hier unten. Und das will an dieser Stelle da unten. Aber wie viele sind das denn? Es geht da mal sterben.
Lass doch das doofe Ding hier töten. Ja, nice. So muss das sein. Sofort erstmal aufs Monster drauf. Stirb mal bitte. Oh ja. Ich nerv mir gerade sogar noch mehr die hier. Weil wenn nur wegen den Geräuschen, die die machen. Diesmal bin ich besser als ich kann gar nichts, weil ich einfach nur durchrushe mit den Quests. Ich wurde noch nie im Sprung gestunt. Ist auch interessant. Komm schon, komm doch her. Habt ihr gerade ins Gesicht gehauen? Ah, das sieht schon besser aus. Ich hab dir gerade irgendwas gebrochen. Ich glaube, ich habe dein Gesicht gebrochen. Ehrlich, wenn man den Kopf von einem Anja-Naht brechen kann, dann kann man das Ding noch so in der Mitte zerhauen und das Ding ist sofort tot. Mal ehrlich. Dein Blitz. Mich stört das nicht. So. Aber ja. Schön, das Vieh ist ja schon fast tot. Das rennt raus und wieder rein. Interessant. Ah, schade. Kannst du erstmal bitte sterben? Ja.
Ey, du bist doch schon fast tot. Komm schon. Stirb. Das Ding liegt ja nur noch am Boden. Finde ich irgendwie witzig. Könnte mal öfter so sein. Schön. War ja einfach. Witzig. So schnell habe ich noch nie einen Tetsuyaku besiegt. Die Lederhaut. Ja, noch mehr Lederhaut. Hat noch eine Schuhe. Ja, habe ich noch ein Leuchten. Mehr nicht. Doch, eine Lederhaut sollte ich noch brauchen, oder kann ich mir die Hose herstellen? Was ich sehr witzig finde, ist mit diesem Leuchtmus, könnte ich jetzt einfach so ein Vieh abschießen oder leuchtet das? Oh, leuchtende Viecher. Mann, bin ich gemein. Total. Ach, perfekt. Noch eine Lederhaut und ein Leuchtergarten. So. So. Dann schauen wir uns das Ding mal her. Und dann ist die Folge auch, glaube ich, schon zu Ende. Bla bla bla. So. Rüstung. Schön Königskäfer-Set. Schön. Ein Flammenbeutel, ein Giftbeutel, ein Aquabeutel, ein Strombeutel und ein Lärmbeutel. Ich weiß noch nicht mal, wo ich einen Lärmbeutel bekomme. Das sieht ja krass aus. Nice. Warte mal. Warte mal, jetzt bin ich wieder normal. So. Ich will wissen, wie das aussieht. Okay, mit meinem Hauptcharakter sieht es schlimmer aus. Muss ich echt sagen. Aber naja. Schön. Hilfe. Sets sind ja die, wo man mein Gesicht sieht. Das ist das zum Beispiel. Aha. Ich brauche eine Klaue. Okay, naja. Also. Dann war's das mit der heutigen Folge. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Wenn's heißt. Faszinierend. Die Kommission arbeitet schon seit Jahrzehnten daran, aber wir wissen immer noch nichts.